Liebe, treue und neue Zuseher von Götterfunken, Genuss für Geist und Gaumen. Mit diesem für meine Verhältnisse hoffentlich kurzen Video möchte ich mich ganz herzlich für die berauschende Zahl von 100.000 Abonnenten bei Ihnen bedanken und gleichsam auch die Wartezeit bis zum Jubiläumsvideo 10 Jahre Götterfunken ein wenig verkürzen. Viele von Ihnen haben mir in den vergangenen Monaten geschrieben, dass es eben ab dieser für mich immer noch völlig absurd klingenden Zahl von 100.000 Abonnenten, dass es eben ab dieser Zahl einen sogenannten YouTube Silver Award gibt. Und zunächst dachte ich so in verkopfter und legendärer Reich-Ranitzky-Manier, nein, ich nehme diesen Preis nicht an. Aber dann sagte mein Herz, eigentlich ist das doch etwas Schönes, eine Wertschätzung. Und auch wenn du dir diese silberne Schallplatte nicht unbedingt ins Zimmer hängst, dann kannst du doch vielleicht deinen Abonnenten diese Wertschätzung weitergeben und diesen Preis, diesen Silver Award, ihnen, liebe Zuschauer, widmen. Und das kann ich natürlich nur für einen einzigen machen, sodass wir das auf dem Wege der Verlosung in diesem Video tun. Wie das vonstatten geht, dazu gleich mehr. Vorab möchte ich noch einmal die Gelegenheit nutzen und sagen, das ist wirklich, und das habe ich in den letzten Jahren mitbekommen, etwas Außergewöhnliches ist, wie hilfsbereit und zum wirklich 90% freundlich die Kommentarsektion bei YouTube auf meinem Kanal ist und mir oft zur Seite stand, gerade im Anfang mit Tipps, wie verbesserst du den Ton, wie verbesserst du das Bild. Ich bin da übrigens immer noch auf Ihre Hilfe angewiesen, denn das macht mir immer noch Probleme. Wenn Sie jetzt denken, warum betrügt der Kerl uns über den Kaltgeruch und über den Kaltzug? Die Zigarre, die ich hierbei jetzt probiere, bleibt für dieses Video anonym, weil das für mich eine Erstverkostung ist und ich noch nicht weiß, ob sie es wert ist, einmal in einer späteren Folge vorgestellt zu werden. Deswegen möchte ich dazu auch noch nicht allzu viel sagen. Man sollte sagen, dieses Zigärchen, und da ist die Verkleinerungsform wirklich angebracht, ist sozusagen der erste Test einer Marke, die ich bis dato noch nicht kannte. Zumindest zieht sie schon mal. Jedenfalls möchte ich mit Ihnen, bevor ich zu dem eigentlichen Thema und zu einem klitzekleinen Götterfunken komme, mit Ihnen noch einmal gemeinsam kurz zurückblicken auf das, was in den letzten 10 Jahren so passiert ist. Das ist mein erstes YouTube-Video. Seien Sie also bitte bei der Bewertung ein wenig gnädig. Moment. Jede neue Idee und Erkenntnis lässt nur die Asche vergangener Denkstrukturen zurück. Da kommen herrliche Untertöne von Karamell, von Toffee hinzu. Süßer Duft in der Nase, der verführt, sofort den ersten Schluck zu nehmen. Das mache ich jetzt auch gleich. Wir schleichen uns nun ins herrliche Drittel hinein, ins zweite Drittel, und die Zigarre wird voluminöser, noch voluminöser. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich überhaupt hier in einem deiner Videos auftreten darf, als Gastredner und als Gastraucher. Und tatsächlich, ich war im Januar diesen Jahres auf Kuba gewesen. Als dein Deputy Sheriff muss ich sagen, dass mir sehr warm wird hier mittlerweile. Ja, wer kam eigentlich auf diese bescheuerte Idee mitten im Hochsommer bei über 30 Grad? Unglaublich. Heute begrüße ich Sie inmitten eines barocken Vanitas-Stilllebens
nach Art der niederländischen Meister jener Epoche. Ich bin lieber ein barmherziger Heide als ein unbarmherziger Christ. Denn wir tanzen ja irgendwie alle seit Beginn des Lebens mit dem Tod. Du bist das ganze Video bist du dabei, aus dem Standard irgendwas Besonderes zu machen. Ne? Das Besondere. Du denkst also, klein können wir nicht mehr nach dem Port Ellen. Du kommst mit dem Teil an, du kommst mit der Winterfee an, du kommst mit der signierten Flasche an. Das Teil nennt sich Valench. Valench, ja. David, kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören und sehen, Daniel. Ich hoffe, du kannst mich auch hören und sehen. Der Kaltzug ist eher zurückhaltend. Da habe ich wirklich nicht viele Worte zu. Diese Edel-Bitter-Schokolade und die immer noch leicht vorhandene Minze ergänzen sich sehr schön, sehr harmonisch. Dazu dieser malzige Unterton, der jetzt etwas leicht Marzipanartiges bekommt. Wir sprechen hier noch nicht von der Süße, die man sich jetzt vorstellt. Ist auch immer noch eine leichte Säurekomponente dabei, aber doch von dieser Schmackhaftigkeit, die in dem Ganzen liegt. Da ist wieder mein Macadamia-Nussgefühl, das ich so gerne zitiere. Sehr schön ist die Vanille eingebunden in dieses zuckrig-süße Karamell-Toffee. Die Mousse und Müßiggang sind so etwas wie die alten, weisen Verwandten des Chillens. O Harmonie der Welten, ist ein Gott, ein Wortmagier, der uns Geistesblitze schenkte für die Seele. Denken Sie weniger und leben Sie mehr. Um unsere Auszeichnung zu gewinnen, benötigen Sie, da es naturgemäß nur einen Silver Award gibt, schon etwas Glück. Aber natürlich gibt es zwischen Glück und Glück einen himmelweiten Unterschied. Glück ist ein vielschichtiger Begriff. Ganze Philosophenschulen haben sich damit beschäftigt. Es ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Allein die deutsche Sprache macht es sich recht einfach. Wo die meisten anderen Sprachen die drei grundlegenden Bedeutungen des Glücksbegriffs sinnvollerweise deutlich unterscheiden, nutzen wir stets dasselbe Wort, Glück. Beim berühmten Sechser im Lotto zum Beispiel würden die alten Griechen von der Tyche sprechen und hatten auch gleich eine recht wankelmütige Göttin dazu. Die Römer nannten sie Fortuna. Und so heißt denn das Glück auch im Lateinischen eben jenes, das einem entweder zufällt oder auch versagt wird. Aber wir können auch lebendige Sprachen nehmen. Die Spanier würden in diesem Sinne von Suerte sprechen. Die Franzosen würden Chance oder eben auch Fortune sagen. Und die Briten sprechen von Luck. Wenn Sie aber nicht bloß in der Tombola gewonnen haben, sondern einen echten inneren Glücksmoment erleben, dann sprechen die Spanier von Placer, die Franzosen von Plaisir und die Briten sagen Pleasure. Die alten Griechen hätten Hedone gesagt und der Lateiner, der Römer, spricht von Felicitas. Wir Deutsche, wir bleiben stur und sagen Glück. Wird dieser Glücksmoment aber nun zu einer echten inneren Einstellung, zum Glücklichsein, zu einem wirklichen Zustand des Geistes und der Seele, dann sagt der Spanier Felicidad, der Franzose Bonheur, und der Brite ist happy. Die alten Griechen hätten dann von Eudaimonia gesprochen und die Römer wiederum von Beatitudo. Nun, ich wünsche Ihnen alle drei Glücksformen. Für die Verlosung aber
brauchen Sie vor allen Dingen den ersten Begriff. Und nach einem kurzen Götterfunken sage ich Ihnen die Bedingungen für die Teilnahme und noch einmal kräftig Dank. So muss man leben. Die kleinen Freuden aufpicken, bis das große Glück kommt. Und wenn es nicht kommt, dann hat man wenigstens die kleinen Glücke gehabt. Diese kleine, geheimnisvolle, namenlose Zigarre, deren Herkunft ich übrigens am Anfang sehr skeptisch gegenüberstand, entwickelt sich recht gut im Laufe des Rauchens. Ich muss natürlich noch mehrere Exemplare und auch die etwas größeren Schwestern probieren, um zu entscheiden, ob da vielleicht für das nächste Jahr einmal ein Video draus entstehen wird. Aber jetzt soll es endlich um den Preis gehen. Hier ist er. Das kommt jetzt wieder das Problem mit den nur zwei Händen. Wo ist David, wenn man ihn braucht? Das ist das gute Stück. Das ist unsere silberne Schallplatte, die Auszeichnung, die ich gerne an einen von Ihnen nun verlosen möchte. Natürlich dann mit einer persönlichen Widmung von mir drauf, mit Namen und Text. Ich stelle das Ganze mal hoffentlich, dass es nicht kippt, hier ab. Und ich dachte mir jetzt, wie machen wir das? Ich wollte jetzt nicht sagen, schreiben Sie mir irgendwelche Kommentare, Daumen hoch und sowas und jeder kriegt dann die Möglichkeit. Nein, es soll schon was Vernünftiges sein. Und daher bitte ich Sie nun, wenn Sie daran teilnehmen möchten und diesen Preis vielleicht empfangen wollen und Gefallen daran haben, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an die eingeblendete Adresse unter dem Stichwort 100.000 Abonnenten. Und teilen Sie mir darin mit, welches Götterfunken-Thema, welcher Götterfunken-Pate, welches Gedicht, welches Bild Ihnen am meisten gefallen hat oder vielleicht auch am wenigsten gefallen hat. Schreiben Sie mir da einfach eine kurze E-Mail mit einem Satz und jede E-Mail, die dann ankommt, wird gemäß den Bedingungen, die verlinke ich natürlich, die stehen hier unten in der Beschreibung mit drin, wird an der Verlosung teilnehmen und ein Zufallsgenerator wird dann den einen Gewinner ausfindig machen, der dann hoffentlich bereits im Jubiläumsvideo am 1. Juli bekannt gegeben wird. Die Bedingungen veröffentliche ich auch auf meinem Mastodon-Account und das Preisausschreiben, so nennt man das, glaube ich, oder Gewinnspiel, ich weiß nicht, was sagt man. Die Verlosung werde ich da auch nochmal mit allen Bedingungen posten, also da können Sie es nachlesen oder hier direkt unter dem Video. Ja, und was bleibt mir zum Schluss zu sagen? Manchmal ist ein Preis auch einfach nur ein Preis, ist ein bisschen doof. Das gefällt mir nicht gut, aber vielleicht einfach nur noch einmal Dankeschön. Danke, dass Sie diesen Kanal über so viele Jahre unterstützt haben durch Ihr Zusehen, durch Ihre freundlichen Kommentare, mit oftmals viel Hilfestellung, auch in technischer Hinsicht. Und ich hoffe, dass das mit uns noch ein bisschen so weitergeht. Vielen Dank und bis zum nächsten Götterfunken.